Hallo Leute, ciao von Andrea Ungo, Martingale in Trading. Gibt's sowas? Funktioniert es oder nicht? Erstmal abonnieren. Wenn gerade abonnieren, sonst kann man nicht weitergehen. Es ist wichtig, da wissen Sie sofort, wenn das Neue kommt und eventuell, wenn das interessant ist, dann wissen Sie auch, wenn die Neuigkeiten rauskommen und was mehr zu wissen ist immer interessant. Martingale. Martingale, erstmal muss man verstehen, was man bedeutet mit Martingale oder mit Anti-Martingale. Und dazu wollte ich Ihnen mal kurz etwas mehr direkt in PowerPoint erklären. Wie kann man also arbeiten? Wie gesagt, Martingale, was bedeutet das? Im Prinzip bedeutet es, dass nach einem Verlust wird der Einsatz erhöht, um nach einem Gewinn wieder der Einsatz wieder auf den Grundeinsatz zurückzusetzen. Ich starte mit 1, verliere dann 2. So, wenn ich dann gewinne, dann habe ich wie als ich am Anfang mit 1 gewonnen hätte. Oder Anti-Martingale. Nach einem Gewinn wird der Einsatz erhöht und nach einem Verlust wird wieder weniger investiert. Man geht also mit dem Trend. Wenn man in einer guten Phase ist, dann investiert man mehr. Wenn es schlecht aussieht, dann investiert man weniger. Generell, Martingale basiert auf der Idee, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen neuen Gewinn nach einem soeben erzielten Gewinn kleiner ist. Okay. Oder dass nach einem Verlust habe dann größere Chancen zu gewinnen. So glaubt man auch, dass nach 2, 3, 4 oder mehr Verluste die Aussichten auf einen Gewinn immer höher werden. Okay? Und das ist auch beim Trading so, nicht nur wegen der Größe der Position, sondern auch wenn man tief kauft. Man kaufe tief, dann noch tiefer, dann noch tiefer und dann noch tiefer, weil ich immer denke, dass irgendwann wird es umkehren, dass ich irgendwann eine höhere Chance haben werde, dass es wieder in meine Richtung kommt. Tatsache ist jedoch, dass in jedem Fall die gleiche Wahrscheinlichkeit besteht. Mit einer Münze wäre es immer Kopf oder Zahl 50-50. Anti-Martingale versucht, wie ich gesagt habe, einen positiven Trend auszunutzen und man bietet also mehr, man schmeißt mehr ins Spiel, wenn die Sachen gut laufen und wenn man mehr Geld hat. Auch wenn man immer mit 2% zum Beispiel Risiko arbeitet, ist es ein Anti-Martingale, weil 2% von mehr ist mehr und 2% von weniger ist weniger. Das heißt, wenn ich immer 2% ins Spiel bringe, dann wenn ich ein höheres Kapital habe, weil ich in einer Gewinnphase bin, dann ist 2% von das höheres Kapital ein etwas Größeres. Das ist ja ziemlich klar. Also immer 2% ist auch Anti-Martingale. Was von den zwei besser funktioniert, können wir mal simulieren mit einer Münze. Wappen oder Zahl? Okay. Wir simulieren, das habe ich mit dem Computer gemacht, 100 und 1000 Würfe. Startkapital 100 Euro. Mit dem Martingale haben wir unterschiedliche Szenarios, wo wir mit 1, 2, 3 bis 50% starten und wenn wir gewinnen, gewinnen wir zweimal so viel, wie wir hier gestartet haben. Wenn wir verlieren, nächstes Mal doppeln wir die Position. Anti-Martingale starten wir wieder mit 1, 2, 3, hier sogar noch 51, weil wir müssen nicht verdoppeln. Aber immer bleibt das gleich. Immer, wenn wir mit 2% starten, dann immer 2% und so weiter. Okay. Das sind die Ergebnisse. Und hier ist das Interessante. Das gab hier, die Schritte sind auf Italienisch, weil ich das Excel hatte ich auf Italienisch, aber okay, das ist nicht so schlimm. Hier sehen Sie, wie gesagt, hier verdoppeln wir die Position auf dieser Reihe. Hier nur 1,5 Mal. Das heißt, 1% Verlust, 1,5% nächstes Mal. Verluste 2,25% und so weiter. Hier wird alles verdoppelt. 1, dann 2, noch verloren, 4, noch verloren, 8% und so weiter. Martingale.
Und hier gibt es dann zwei unterschiedliche Endszenarios. Im ersten Fall gab es 53 Gewinne und 47 Verluste, das heißt um 53% Treffquote. Im zweiten Fall war es besser, 57 und 43, also höhere Gewinnquote. Nach 1000 Würfe gab es hier etwas Unterschiedliches, nur 46,7 Gewinne und hier ungefähr Break-Even, 50,2. Hier war es genauso mit weniger Risiko, würde ich sagen. Und was sehe ich? Hier gibt es sehr gute Ergebnisse mit 5%. Aber nach 1000, wo es schlecht aussah, habe ich immer alles verloren hier mit Martingale. Immer alles verloren. Mit dem besseren Szenario hier, mit 57% Trefferquote, habe ich erstaunlicherweise weniger verdient. Aber immer noch alles verloren nach 1000 Würfe. Okay? Mit etwas ruhiges, weniger Risiko, nur 1,5 Mal im Fall auf einen Verlust kam, habe ich ein bisschen besser gearbeitet mit höheres Anfangsstartrisiko, aber dann nach 1000 bis hier auf dem Fall, wo ich in jedem Fall verloren habe, weil ich mit Endkapital 23 Euro bleibe, aber habe aber mit 100 Euro gestartet, aber immer alles verloren. Hier, wo es besser aussah, gab es Gewinne mit 1% Startrisiko, aber dann alles verloren. Und hier sieht es ein bisschen besser aus. Aber die erste Nachricht ist, nach 1000 sieht es immer ziemlich schlimm aus mit Martingale. Das Schwein dauert nicht mehr als ein Jahr. Das von dem Schwein muss ich aber noch erzählen. Und hier mit 57% Trefferquote sieht es schlechter aus als mit 53. Das ist also von der Trefferquote unabhängig. Es hängt nur an, wie die Reihe kommt. Wie oft eine Reihe von 3, 4, 5 in einer Reihe Gewinne kommen und so weiter. Und das ist auch wichtig. Also die Trefferquote ist für einen Martingale-Einsatz nicht wichtig. Hier war die Trefferquote besser, aber die Gewinne waren wesentlich niedriger als in dem anderen Fall, wo die Trefferquote schlimmer war. Jetzt gleiche Ergebnisse, aber mit Anti-Martingale. Da haben wir nur zwei natürlich, wir haben immer das gleiche Prozentsatz, also dort hatten wir einmal verdoppeln wir, einmal nur 1 mal 1,5, hier ist immer gleich. Aber hier erstmal, was ich sofort sehe, ist sehr viele Gewinne auch nach 1000 Würfe, was wir mit dem Martingale gar nicht gefunden hatten. Und auch hier ist es ziemlich noch voll. Also mit Anti-Martingale klappt es. Und wenn es besser klappt, höhere Trefferquote, sind auch die Ergebnisse besser. Sie sehen dicker Bauch hier, wo hier nichts kommt. Und auch im Long Haul ist 50% wesentlich besser. Ich hatte 100, jetzt habe ich 77.000 Euro, als mit 46. Aber obwohl es hier unter 50% war, habe ich trotzdem in einige Fälle gewonnen. Also, Martingale ist nach einer längeren Zeit in jedem Fall eine Katastrophe. Mit Anti-Martingale nicht. Die Trefferquote spielt eine Rolle mit Anti-Martingale. Und das Letzte, was mit Martingale und Anti-Martingale nicht direkt zu tun hat, in jedem Fall, wenn Risiko zu hoch ist, hier verliere ich mein Geld. Noch ein Beispiel. Noch ein Beispiel, einfaches Beispiel. Das ist unser Geld. Wir spielen im Casino, okay? Erster Einsatz. Verlust. Verdoppeln wir. Zweiter Einsatz. Nochmal Verlust. Dritter Einsatz. Nochmal verdoppeln. Noch ein Verlust. Vierter Einsatz. Noch ein Verlust. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Das ist das Problem mit Martingale. Wir haben niemals genug Geld. Es würde nur Sinn machen, wann bei einem unerschöpflichen Kapital. Aber die Frage ist, wenn man so viel Geld hat, warum soll man hier so blöd spielen? Aber das ist das Problem mit Martingale. Martingale ist in jedem Fall zu gefährlich. Man hat nicht genug Geld, das genug in der Länge zu tragen.
So, also, ich wollte auch mal sagen, oh je, 1991 oder 1992 war das, glaube ich, war ich in Salzburg beim Casino und ich habe hatte mit der Börse gar nichts zu tun, habe bei Rot und Schwarz gespielt, also an der Roulette, und ich habe genau einen Martingale-Ansatz dort getan. Es war auch ziemlich erfolgreich am Anfang. Und ich habe dort am Anfang 250 Schilling gewechselt auf den Fisch. Und ich kam bis zu einem Niveau von über 900. Da habe ich gesagt, okay, ich spiele noch einmal. Nach 1000 schließen wir alles und gehen zum Party. 9 Rot in einer Reihe. Und ich war natürlich auf Schwarz. Alles habe ich verloren. Die einzige schlaue Entscheidung war in diesem Fall, nicht andere Schillings zu wechseln. Und das war für mich mein Schluss mit der Martingale im Casino. Also so gut funktioniert es auch nicht. Und das ist eine weitere Bestätigung. Aber gibt es Fälle, wo wir das eigentlich denken könnten oder nutzen könnten? Ja. Es gibt auch Fälle, wo man das im Trading nutzen kann. Nicht generell, nicht generell. Es gibt immer Leute, die mit Martingale arbeiten, Grid Trading mit sehr vielen Niveaus, bis, sage ich mal, irgendwann wird es wieder kommen. Es ist nicht immer so. Es ist ein bisschen wie das Schwein und der Esel. Also das Schwein sagt zum Esel, du bist blöd, du arbeitest, bist verrückt und jeden Tag ist der Boss bei dir, mehr sogar gegeben zu arbeiten. Ich liege den ganzen Tag hier, ich bekomme sehr viel zu essen, ich habe Ruhe den ganzen Tag, also ich bin schlau und du bist ein doofer Kerl, du bist wirklich ein Esel. Der Esel sagt, es kann sein, aber jedes Jahr finde ich ein anderer hier als Schwein. Und das ist genau, was die Martingale-Traders sagen würden. Also, es gibt sicher Leute, die Erfolg haben, sicher Leute, die Geld verdienen, aber jedes Jahr findet man einen neuen Trader in der Gasse. Ich will nicht sagen, der Trader ist ein Schwein, aber Analogie ist wie ein Schwein in das, was ich erzählt habe. Warum? Weil irgendwann passiert was, wo man pleite geht. So, Martingale, reines Martingale-Ansatz klappt leider nicht. Und auch wenn es klappt, verdient man nicht so viel Geld, weil man zuletzt immer nur das, was man am Anfang gewinnen würde, verdient, wie man gesagt hat. Aber okay, gibt es also Ansätze im Martingale-Bereich, die man nutzen kann? Ja, ich würde sagen, ja, ich habe selbst ein System. Ich nenne das kontrollierte Martingale. Das heißt, man arbeitet wohl mit einigen Niveaus, wie beim Grid Trading, einige Niveaus, aber man hat sofort klar vom Anfang, wie viele Niveaus und wie viele Kontrakte zuletzt maximal im Markt sein wurden. Mit diesen Zahlen kann man dann auch ein Stop-Niveau rechnen, wo man die Position einfach schlägt im Verlust, falls es schief läuft. Und in dem Fall Risikokontrolle ist dieser maximale Verlust zu begrenzen. In dem Fall ist es eine kontrollierte Martingale, kontrolliert, weil wir natürlich irgendwann die Position schließen, eventuell im Verlust oder hoffentlich im Gewinn, aber wir haben einen maximalen Verlust, was wir theoretisch erreichen können. Wir gehen also nicht weiter Niveau nach Niveau, bis man kein Geld mehr hat, sondern stoppen nach 1, 2, 3, 4, 5 Niveaus. Mehr als 5 ist ein bisschen extrem. In meinem System auf Mini-SMP habe ich 3 Niveaus. Ich kaufe beim ersten ein Kontrakt, beim zweiten 2 Kontrakte und beim dritten 4 Kontrakte. Also ich habe für das einzelne Kontraktsystem maximal 7 Stücke im Handel. Diese 7 werden dann eventuell im schlimmsten Fall geschlossen, im Verlust. Aber auf den 7 kalkuliere ich, wie viel ich maximal verlieren wurde und ich schätze dann, ob das mit meinem Risikoansatz passt, mit meinem Risikoprofil oder nicht. Wenn nicht, einfach wegschmeißen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, mit einem Martingale-Ansatz zu arbeiten. Anders, wie gesagt, irgendwann passiert es wie beim Schwein. Jedes Jahr gibt es ein neues Schwein. Das andere wissen wir, wo es hinging. Okay, Leute. Das war's für Martingale. Jetzt
begrüße ich mich. Wir treffen uns nächste Woche. Sie können auch, wenn Sie etwas mehr wissen wollen von meiner Geschichte, das E-Book Erfolgreich traden, so geht's, bei tradingweltmeister.de Webseite gratis runterladen, wenn es interessiert. Ich hoffe, das interessiert. Bis nächstes Mal. Ciao von Andrea Unger. Ciao aus Italien.